Hallo, ich bin die Anna, Mama vom Kai. Der ist bereits 5 Monate alt und heute möchte ich euch eine super süße Geschenksidee vorstellen, gerade ideal für Weihnachten oder auch für euch so als Erinnerung. Es geht um diese wunderschönen Weihnachtskugeln. Ich habe lange nach so etwas gesucht. Da es nicht so einfach ist, eine Farbe zu finden, die man auch den Babys quasi auf die Hände machen kann und die leicht abwaschbar ist, aber trotzdem auf solchen Kugeln hält. Und jetzt gibt es aktuell bei babyartikel.de von Baby Art. Einmal gibt es diese Variante, vielleicht auch ganz gut für Mädchen geeignet. Das ist ein Roségold mit Gold, also der Handabdruck ist dann in Gold. Ich habe mir die Tochter einer Freundin geschnappt und es mit ihr ausprobiert. Die Kleine ist 3 Jahre alt und es steht auch hier, dass das von eben 0 bis 3 Jahren gut geeignet ist. Und ich dachte, wir probieren es mal als erstes aus, wie das so funktioniert mit einem 3-jährigen Kind und schaut selbst. Der Rolle. So. Wow. Jetzt kann man natürlich noch was hinaufschreiben. Fertig. So sieht die fertige Kugel aus. Ich finde, das ist super schön geworden und natürlich bei größeren Kindern ist es auch viel einfacher, das zu machen und da ein schönes Ergebnis zu bekommen. Wie ihr seht, hat das super geklappt. Die Kleine hat wirklich toll mitgemacht, hatte sehr viel Spaß und wollte am liebsten noch viele weitere Kugeln mit ihrem Handabdruck verzieren. Und da habe ich auch gleich einen Tipp für euch. Ich habe nämlich einfach ganz normale silberne Kugeln gekauft. Gibt es eigentlich zurzeit überall. Man sollte vielleicht darauf achten, dass man matte Kugeln nimmt. Und es ist nämlich in einer Packung so viel Farbe drin, dass ihr da locker 3 oder 4 Kugeln verschönern könnt. Und zwar gibt es eben auch die Kugel in diesem wunderschönen Silber mit einem blauen Abdruckset. Und wie ihr hier schon erkennen könnt, ja, oder beziehungsweise hier sieht man es auch ganz gut, mit Kai, der wie gesagt 5 Monate alt ist, hat das nicht so gut geklappt, aber seht selbst. So, nein. Nicht ganz so einfach. Kylie. Kai will leider immer eine Faust machen. Deshalb ist es nicht so einfach. Bei Kai war einfach das Problem, dass er noch diesen Reflex hat, immer eine Faust zu machen und man deshalb den Handabdruck einfach ganz schwer machen kann. Und es ist eine süße Erinnerung, aber so wirklich zum Verschenken, glaube ich, wenn man nicht dabei war, weiß man nicht unbedingt, was das darstellen soll. Und deshalb ein Tipp von mir an euch, den wir dann angewandt haben. Wir haben einfach bei Kai einen Fußabdruck gemacht, beziehungsweise beide Füße. Was ich super süß finde, genauso niedlich wie die Hände und es klappt einfach viel, viel besser. Also bei kleinen Babys würde ich wirklich nicht die Hoffnung haben, dass ihr da einen schönen Handabdruck zusammenbekommt. Wirklich erst dann, wenn die Kinder vielleicht ein Jahr sind und das eher verstehen, dass sie hier so rauf halten müssen. Ja, bei Lilly hat das super funktioniert. Wie gesagt, bei Kai mit den Händen nicht, aber mit den Füßen hat das gut geklappt. Kai hat einen blauen Fuß. So sieht der Fußabdruck aus. Das hat auf jeden Fall besser funktioniert als der Handabdruck. Es gibt also dieses Roségold mit Gold, dann gibt es Silber mit Blau, dann gibt es noch Gold mit so einem, ja, das ist auch so Silber. Dann gibt es noch Rot mit Gold, was ich auch sehr, sehr schön finde.
Und es gibt noch Grau mit Weiß. Das sieht so aus, finde ich auch sehr schön. Dieses Set kostet 10 Euro, ist jetzt nicht ganz günstig, aber wenn man bedenkt, dass man vielleicht noch weitere Kugeln kauft, zum Beispiel, ich habe hier solche bei Depot gekauft, die sehen sehr ähnlich aus. Der Inhalt ist einmal eben so eine wunderschöne Kugel. Dann die Farbe, die man dem Kind auf die Hand machen kann. Innerhalb von 3 Minuten sollte man das abwaschen, dann geht das ganz gut ab und auf der Kugel hält es dann bombenfest. Und wie gesagt, mit der Farbe kommt ihr locker. Ich würde fast sagen, ihr könnt da 5 Kugeln machen. Dann ist so ein Roller dabei, wo man das aufträgt. Das habt ihr aber eh im Video gesehen. Und es ist ein Stift dabei, wo man noch was Persönliches auf die Kugel schreiben kann. Ich finde, das ist eine super nette Geschenksidee. Ich freue mich schon, wenn wir eine Kugel von Kai auf den Christbaum hängen können oder auch so irgendwo vielleicht beim Fenster. Wir wollen vielleicht auch den Großeltern die ein oder andere Kugel schenken. Ist einfach eine super nette Idee. Ja, und ich denke, Preis-Leistung stimmen bei dem Produkt auf jeden Fall. Die Farbe geht auch ganz leicht abzuwaschen. Also man braucht nur ein wenig reiben. Man soll es aber innerhalb von 3 Minuten abwaschen. Oh, oh, oh. Was haltet ihr von diesen Weihnachtskugeln? Ich finde sie wirklich super süß und musste sie unbedingt haben, als ich sie gesehen habe. Wie gesagt, ein kleiner Weihnachtstipp von mir an euch. Ich finde, es hat gut funktioniert, nur wie gesagt, bei kleinen Kindern eher auf den Fußabdruck zurückgreifen. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, das Video war interessant für euch. Bis bald, tschüss!